Russland hat eigenen Angaben zufolge die hart umkämpfte ukrainische Hafenstadt Mariupol eingenommen. Das teilt der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu mit. Im Azov-Stahlwerk sollen sich demnach aber immer noch rund 2000 ukrainische Soldaten aufhalten. Rund 1500 hätten sich bereits ergeben. Wladimir Putin sieht keine Notwendigkeit, das Werk zu stürmen und gratuliert Shoigu bereits zum Erfolg in Mariupol. Die Stadt bis zur Unbewohnbarkeit zerbombt, Ruinen, soweit die Kameralinse reicht. Menschen tauchen aus ihren Kellern auf. 2 Monate sollen sie dort verbracht haben. Was soll ich sagen? Sie haben geschossen und bombardiert und alle Häuser niedergebrannt. Wir versuchen weiterzumachen. Die Frau vor mir hat mir davon erzählt. Sie ist meine Schwester. Alles ist zerbombt und verbrannt. Wir lebten im Keller. Wir hatten weder Wasser noch Essen. Wir haben versucht, es draußen zu finden. Für manche Befreier, für andere Besatzer, wer nicht geflüchtet ist, folgt den Anweisungen der separatistischen Soldaten. Nach Mariupol gehen die Gefechte in Charkiw weiter. Mehrere Explosionen werden gemeldet. Mindestens 2 Hochhäuser und mehrere geparkte Autos geraten in Brand. Um den russischen Angriff zu stoppen, verlangt die Ukraine ein völliges Energieembargo des Westens gegen Russland. Die Energieeinnahmen machen schätzungsweise etwa die Hälfte des russischen Staatsbudgets aus. Ein Embargo würde aber nicht nur Russlands Wirtschaft schwer schädigen, sondern auch jene der westlichen Länder. So warnen etwa deutsche Wirtschaftsexperten vor einer schweren Rezession als Folge eines Lieferstopps für russische Energie. We'll be right back.